Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft. Wieder mit dabei sind die üblichen, das heißt namentlich natürlich Zaloman. Guten Tag. Ute. Oh, jetzt komm rein hier. Und hallo. Arne. Moin. Jetzt komm rein hier, du dummes Vieh. Und Ute regt sich ein bisschen auf. Alter, brennst du? So, und ja, die letzte Folge hörte damit auf, dass ich mehrfach gestorben bin. Und darum habe ich hier noch eine Sache, die mir gerade so spontan einfällt, weil ich sie mir aufgeschrieben habe. Ich hätte gerne meine Spitzhacke und meinen Bogen wieder. Ein Bogen habe ich nicht. Die Spitzhacke ist im E-System. Und das ist geil hier, oder? Was ist das? Der Zombie hat sich einfach auf den Stuhl gesetzt. Er kam hier rein, wollte mich hauen und saß auf einmal auf diesem Stuhl. Und hier sitzt er jetzt fest. Wie geil ist das denn? Und kann auch nicht verbrennen. Und dann habe ich ihm noch ein Chicken in die Hand geworfen. Ja. Hält er noch ein Chicken in der Hand. Guck mal, also, können wir hier ein bisschen Party mit dem Zombie machen. Leider sitzt er bei mir zu hoch. Ja, bei mir auch. Ah. Ist ein großer Zombie. Schade. Riesenhintern. Okay, mein Bogen hätte ich gerne. Das ME-System geht nicht. Warum fängt jede Aufnahme an mit dem? Ich hab's gerade angemacht. Jetzt habe ich es auch angemacht. Lukas, einer von euch mein Bogen hätte ich ausgemacht. Gerne auch noch wieder. Ich hätte gerne mein Schwert wieder. Dein Schwert habe ich nicht. Das, was du mir irgendwann mal abgenommen hast. Das war nicht meine Spitzhacke, Arne. Das ist 3. Was hatte deine denn? Meine war schon deutlich kaputter. Dann habe ich die hier, glaube ich. Dann ist das die hier. Zalo, lauf mal nicht weg. Sag mal. Warum? Die war kurz vor kaputt gehen. Du hast mir ein Diamantschwert gegeben. Weil ich eine Einweihung habe. Nee, doch, Entschuldigung, alles gut. Effizienz 2, ja genau, die war das. Danke. Ja, mehr habe ich nicht. Also zumindest passt das vom Kaputtsein. Nee, das Diamantschwert hatte ich selber im Inventar, weil ich noch meinen das andere Diamantschwert reparieren wollte. Ute, rückst du es von alleine raus, den Bogen? Ute, hallo? Ja, ruhig. Okay. Nein, sollen wir uns einmal alle schlafen legen? Wird gerade Nacht. Zaloman, du wolltest noch was basteln, wenn ich mich recht entsinne, ne? Nee, ist schon fertig. Okay, weil ich habe noch einen Comparator im Inventar. Also, muss nur noch auf Start klicken. Achso, also okay. Ne? Also hast du alles noch angeordnet, okay. Ja, da habe ich ja quasi letztes Mal mit aufgehört. Ja, ne? Ja, genau. Ne, weil ich habe noch den Comparator im Inventar, deshalb fragte ich. Ja, das ist halt, merkt ihr die Position vom Comparator und falls der aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen nicht mehr da sein sollte, packst du einen neuen hin. Es okay. Sei denn, du siehst, dass der von diesem komischen Cube da oben aufgesaugt wird. Ja, ja, klar. Dann ist es okay. Ja, kein unerklärlicher Grund, warum er nicht mehr da ist. Genau. Jo, danke, Ute. Ute, du hast auch alles dabei für noch ein Rezept. Was? Du hast doch gesagt, du machst 2. Ja, aber du musst mir schon die Zutaten geben. Auf jeden Fall das Gold. Gold habe ich nicht. Also nur 2. Ich habe das aber ins selber. Wollen wir uns nicht alle jetzt mal hinlegen? Ach so, ja. Können wir noch machen, ja. Ja, dann wird das ME-System endlich mal ein bisschen aufgeladen, ne? Wer hat das? Ach so, weil wir die Nacht überspringen. Ja, stimmt. Ich liege. Ich auch. Boah, da sieht man wieder die Server-IP. Jetzt habe ich es nochmal extra gesagt. Ist aber nicht schlimm. Kommt ihr eh nicht drauf. Wir können auch bald einfach wirklich mal die Whitelist aktivieren, ne? Denn, also ich schlaf. Ich auch. Ach, hier ist mein Bett. Ja. Okay, ich hab's gefunden. Genau, wir aktivieren einfach nochmal die Whitelist, dann jo, ich ist es nicht mal schlimm, wenn der Server läuft. So. Weil eigentlich läuft der Server nämlich nur, wenn wir spielen und darum kommt ihr da auf die IP auch nicht rauf. Ja, cool. Puh. So. So, und Autsch. Fallschaden. Ha. Also das. Oh, habt ihr noch irgendwie Eisen? Ich brauche noch Eisen, Mist. Nein. Ja. Ist das an oder soll ich zu dir kommen? Ja, nee, kannst. Eigentlich müsstest du rankommen. Oh, ich bin aber jetzt, ich glaube, zu dir geht gerade sogar fast schneller.
Ja, man muss immer ein paar Ersatzzutaten dabei haben, falls was runterfällt, ja. Nee, nicht, also das ist ja gar nicht so schlimm, aber das wird ja manchmal den Hebel dann bitte wieder zerstört. Aus. Ach Mist. Den Hebel wieder aus. Ah, aber noch nicht. Da ist kein. Ah, doch, da ist ein. Ja, wenn ihr fertig seid. So. Lukas, du machst ihn aus, ne? Ich habe jetzt, ne? Gold, Eisen und so eine Ledertunika. Was brauche ich noch? Eine Ledertunika hätte ich sogar. Den noch. Rest habe ich. Ich mach wieder aus. Du musst uns dann gleich auch nochmal zeigen, wie das mit dem Fuel dafür funktioniert. Ja, den könnt ihr bei mir kaufen. Ach so, verdammt. Ich wusste, die Sache hat einen Haken. Du, nichts gibt's umsonst. Dann hätte ich gerne dreimal nichts zum Mitnehmen. Weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich habe schon 20 Diamanten. Schuss, ne? 20 nee. Diamanten habe ich schon. Sag an. Das wussten wir noch gar nicht. Gut, dass du das erwähnst. Ja. So, wir starten mal. Gucken. Jo. Nochmal kurz das Rezept merken. Eisen, Eisen, Gold, Gold, Komparator. So, da hinten scheint auch noch ein Eisen zu sein. Ja, genau, da. Ja, da. Wieso ist das im E-System noch an? Lukas darf jetzt nicht mehr im E-System, wenn das nicht ausmacht. Ich habe einen Schalter. Nee, ich habe einen Schalter. Ja, toll, jetzt hast du beide angemacht. Beide an. Oh, da war ist das auch schon. Richtig? Nee. Ich hab. Hä? Achso, du hast jetzt meinen runtergenommen und den anderen raufgelegt, okay. Weil ich hatte auch das einen hier? Draufgelegt gerade. Das hier. Null, der saugt gerade. Na gut, okay. Hier. Ja, und der Komparator wird auch eingesogen gerade. Aua! Aua! Ja, wird da. Nee, der wird nicht eingesogen. Hä? Oh! Aus der Position, wo ich gestanden habe, waren diese lilanen Zeichen so, als würde der gerade eingesogen worden sein. Hat er das Ding hier hinten jetzt eingesaugt? Weiß ich nicht. Ich leg nochmal einen drauf. Hoffen wir, das passt. Okay, noch 8 Iter. Oh. Ist Gold runtergefallen? Ja, warte. Leg mal hin. Oh Gott. Komparator ist auch weg. Ja. Leg mal hier den Komparator hin. Ja, ich habe ihn gerade erst aufgesammelt. Oh, guck mal, wie er sich zersetzt. Ja, jetzt hat er es. Sehr gut. Muss man immer echt ein bisschen aufpassen bei den Rezepten. Aua! Das sieht doch gut aus. Das hat doch schon mal geklappt. Juhu! So. Hier kommt der Komparator hin. Genau. Dann zwei Eisen, ne? Da und da. Hier kommt das und das. Und dann hier sind das. Und in die Mitte kommt. Ist schon. Die Karte ist schon. Ja, cool. Dann. Ich guck noch mal kurz, ob genug Kram noch da ist. Hier das Destillat. Aha. Müsste aber eigentlich da sein. 16, 32, 32. Ah, da am linken Bildschirmrand hat man jetzt so eine Ladeleiste, so einen Füllstand dafür, ne? Wo, was? Bitch. Ja, wenn man das Teil anhat. Ja. Ah, okay. Okay, sollte alles passen. Okay. Da. Hat das eigentlich, nee, Haltbarkeit hat das nicht, ne? Nee. Doch. Sehr gut. Doch? Okay, dann weil es heil ist, sehe ich das dann nur nicht, alles klar. Echt? Das hat Haltbarkeit? Ja. Ja, wie Rüstung halt, ne? Hat auch einen ganz geringen Rüstungswert. Naja, aber der Jetpack zum Beispiel hat keine Haltbarkeit. Stimmt. Wie lange hält das Ding denn? Es ist kaputt. Also du weißt, also ich habe es bisher noch nicht repariert und das hat jetzt knapp unter die Hälfte. Ja. Okay. Also, und ich habe das ja schon echt ewig und bin schon keine Ahnung wo überall runtergefallen und keine Ahnung. Ja. Also, das hält ja, schon. Du echt, hast es, ja, du hast es echt schon ewig, das stimmt. Das hält echt richtig lange. Mit dem Eisen alles okay, Gold, gut. Willst du diesen. Oh, der Komparator ist runtergefallen. Du hast ihn im Inventar. Du hast ihn. Nein, habe ich nicht. Ich habe ihn nicht. Oh, der liegt hier. Ach, da. Ja, woher soll ich das sehen, dass der da liegt? Ja, weil der da hingesprungen ist und direkt neben dir. Der ist genau vor deine Füße gefallen und dann war er weg. Nicht. Also der lag die ganze Zeit hier.
der ist kurz vor deine Füße gefallen und dann war er weg. Dann sah das für mich so aus, als hättest du ihn aufgesammelt. Wahrscheinlich, weil die Runterfallanimation genau da geendet ist, vor deinen Füßen. Cool. Fertig. Hier, Lukas, du kriegst einen geladenen. Was? Mit weniger Haltbarkeit. Magst du tauschen. Magst du uns jetzt auch noch erklären, wie das mit dem Aufladen funktioniert? Ja, warte, dann müssen wir kurz ins Labor. Hab ich mir fast gedacht. Gucken. Alter, deine 7-Meilen-Stiefel sind auch geil. Meinst du, weil ich so wegpace oder was? Ja, ja, und vor allem auch so springst, so ewig weit. Man kann 2 Blöcke hochspringen, ne? Ja, als du eben von der Plattform runtergesprungen bist, sah das so aus. Deshalb, als wärst du ewig weit gesprungen. Was brauchst du, um die Schuhe herzustellen? Weiß ich grad nicht. So. Haben wir hier ein leeres Glas? Nee. Ich hol mal kurz. Ich glaube, oben müsste irgendwas leer sein. Oder ich baue kurz was. Gucken, ich habe hier noch extra Glas immer dabei. Glas, Fensterscheiben, das. Ui. So. Leg mal deinen Zauberstab rein. Okay. Huch. Ist vielleicht nicht genug geladen. Hä? Warte, wir können auch den hier probieren, der ist mehr geladen. Ah, nee, keine Ahnung, warum es nicht ging. Das blinkte immer einmal kurz auf und dann war es weg. Okay. Ja. Ich dachte, ich kann dann deine Ladung dafür verschwenden, muss ich nicht meine verschwenden. Naja, ist schon richtig. Verschwenden allein schon. So, hier bauen wir ab. Welche? Den, ja, da wo was drin ist natürlich. Okay. Dann nimmst du dein Jetpack irgendwie unten in die Leiste, machst ja. Rechtsklick drauf. Oder halt, ne, benutzt es. Aha, ja. Und aha. Dann fülle ich das einfach in die Mitte. Genau. Wahrscheinlich, Lukas, ne? Du hast doch bestimmt viel Redstone, ne? Ja. 13. Ich hab, glaube ich, alles ins System gepackt, aber ja. Da musst du ordentlich sein. Gucken, ich habe nämlich nicht mehr so viel hier gerade. Aber ich hau mal einfach alles hier unten rein. Hast du hier und dieses Potentia, das destilliert man jetzt mit dieser Destille, richtig? Ja, du destillierst Gegenstände und da kommt, und je nachdem, ja, was also, da drauf ist, ne? Wie viel Redstone brauchst du denn? Alles. Weiß nicht, so 2 Stacks wäre nicht schlecht. Dann haben wir erstmal ein bisschen. Ich hab hier 4 jetzt. Nur, 2 reichen. Ja. Wie funktionierte das denn jetzt noch, das, was da, also du packst hier unten ja den Redstone rein. Der verbrennt, sozusagen, und da kommt was bei raus. Wo wird das nochmal hingepackt, was da rauskommt? In die einzelnen Behälter, oder? Hier. Rein, oder was? Siehst genau. Du doch. Als richtiger Magier siehst du das. Ja, meine Brille ist irgendwie mal wieder kaputt gegangen. Schon ewig her. Genau, das ist jetzt da drin. Stell mal wenn deinen ich da jetzt... Becher wieder hin. Hä? Ja, dein Glas. Weiß schon. Ja. Wenn ich damit jetzt da rechtsklick drauf mache, steht genau unter dir jetzt der Becher. Womit rechtsklick drauf machst? Nee, wie kriegt man das jetzt aus diesen Dingern raus? Mit einer Leitung oder mit viel Fiolen? Ah, okay, und dann kann man das von der Fiole in dieses andere packen. Okay, alles klar. Ja, aber das musst du ja gar nicht wissen. Du musst das ja eh bei mir kaufen. Ja, eben, deshalb frage ich ja so genau. Ich möchte ja wissen, wie das Produkt auch funktioniert. Aber das wird hier eh nicht mehr lange stehen, der ganze Kram. Den werde ich ja umbauen, woanders. Ja, ja, schon klar, schon klar. Aber dann ändern sich ja die Prozesse trotzdem nicht, wie das funktioniert. Nee, aber du musst es selber bauen. hat irgendjemand eigentlich auf die Uhrzeit geguckt, wann wir angefangen haben aufzunehmen? Ja, so vor 20 Minuten. Echt so lange schon? Nee, müsste jetzt glaub auch nicht. Viertelstunde, glaube ich. Ja, das kommt eher hin, würde ich sagen, ne? Also meine läuft jetzt 25 Minuten, aber du hast, glaube ich, erst auf Start gedrückt, als bei mir schon 10 Minuten standen. Okay, das kann sein. So. Brauche ich eigentlich den Kram? Aha. So, denn... Rage quittet der schon wieder? Nein.
Tada, perfekt. Achso. Mach ich Ute kurz nochmal ein. Wollen so. Wir uns mal schlafen legen? Seid ihr alle in der Nähe eines Bettes? Ja. Ja. Du gar nicht. Und wenn ich jetzt... Also schon, aber nicht in der Nähe von deinem Bett. Wäre ich? Ja. Doch. Ist doch nicht weit. Also ich lieg drin. Wenn du in der Nähe bist, Tunnel einmal schnell zu mir gelaufen. Lukas, komm mal nicht rein. Ja. Nee, ist aber eigentlich recht easy, ne? Du haust da Redstone rein, das ist ganz gut, dass da ist irgendwie, glaube ich, auf einem Redstone sind zwei Potentia und einmal so ein Zahnrad, ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Ja, okay. Drauf, ne? Und das ist echt super. Kannst wieder reinkommen, Ute. So, und jetzt kann ich, mit Leertaste fliege ich jetzt ja nach oben, richtig? Ja. Also du musst H drücken, um das zu aktivieren, ne? Ach so, das ist standardmäßig aus. Aha, okay. Und ja, dann kommen halt die Blitze da draus, ne? Ah, ja, cool. Und dann halte ich auch die Höhe, wenn ich in einer Höhe bin. Ah, sehr geil. Das ist ja hammerpraktisch zum Bauen. Das hätte ich mal haben sollen, als ich die Burgmauer und so gebaut habe. So. Und wie lang hält diese Potenzialladung da jetzt siehst so bei? Du links. Ja, ja, nee, aber wie weit bist du jetzt damit so gekommen? Erfahrungsgemäß, wie häufig muss man das nachfüllen? Einmal hoch so. Und runter. Ja, keine Ahnung, habe ich nie drauf geachtet. Wenn es leer war, habe ich es aufgefüllt. Ja, passiert das jede Stunde oder alle 5 Stunden? So nee, hält schon relativ lange, aber je nachdem, wie viel ja, du klar. fliegst und wie lange du es aktiv lässt, ne? Ja, na gut, das ist logisch, dass es davon abhängig ist. So. Cool. Lukas, deiner ist auch gleich voll. Ja. Okay.